wir weiter. Wir haben Bilder eingefügt, also wir haben Bilder kopiert und eingefügt, weil ich zeigen wollte, dass die Zwischenablage auch mit Bildern klar kommt. Aber das Gelbe vom Ei ist es nicht. Jetzt komme ich zurück auf das Bild Sonnensystem, das ich kopiert und eingefügt habe. Wenn ich es vergröße, klick drauf, Bildformat erscheint und ich mache Breite, ja, 16,5 cm in der Breite, dann sehe ich, ja, ich sehe kaum etwas. Ich sehe Artefakte. Ich sehe Artefakte, weil im Internet auf der Seite Sonnensystem, da, das, was ich hier sehe, das ist eine Miniatur des Originals. Und jetzt fahre ich mit der Maus auf dieses Bild, scroll, also ich mache das Bild in neue Registerkarte, klick drauf. Erst jetzt geht mir die Original, Datei auf. Und jetzt, wenn ich das, das ist sogar eine PDF-Datei, das ist noch lustiger. Also ich mache es zurück. Wenn ich jetzt da, ja, diese Auflösung anklicke, ist das auch PDF? Nein, das ist JPEG-Datei. Rechte Maustaste, Bild nicht kopieren, sondern Bild speichern unter. Dann werde ich gefragt, wo will ich das Bild speichern? Ordner Bilder, Sonnensystem. Machen wir schnell einen Ordner. Und dann speichere ich das. Für jeden Fall mache ich mir auch die größere Auflösung auf. Schwupps. Mal schauen. Speichern unter. PDF steht Name, steht nicht für Dateityp. Groß schreibe ich. Zack, pack. Und nichtsdestotrotz mache ich das Ganze noch als PDF auf. Warum? Weil es gibt mehrere Möglichkeiten, Bilder einzufügen. Jetzt mache ich so. Ich beziehe die Position im Word und weil ich das jetzt gespeichert habe, ich gehe auf Einfügen, Bilder von diesem Gerät aus Datei und ich suche nach Bild. Ich gehe um Bilder, Sonnensystem und jetzt nehme ich die größere Datei. Zack, pack. Und jetzt sehen wir einfach, wir können vergleichen die Differenz. Da gibt es Artefakte bei dem Bild, das ich eingefügt habe. Da gibt es keine Qualitätsminderung. Jetzt noch eine Alternative dazu wäre einfügen Screenshot, Bildschirmausschnitt. Jawohl. Und jetzt geht das auf, was im Hintergrund läuft. Und jetzt könnte ich da screenshotten, einen Ausschnitt nehmen von dem. Zack, pack. Das ist auch alles klar. Das ist qualitativ nicht schlecht. Gell? Zack, pack. Also wir haben drei Möglichkeiten. Jetzt haben wir gesehen, kopieren, einfügen. Es ist billig, schnell, aber qualitativ mäßig. Dann, aha, und wenn ich Bild kopiere, dann nehme ich sehr oft noch Hyperlink mit, wenn es Hyperlinks dabei gibt. Dann Bild zu speichern und dann via Einfügen Bilder von diesem Gerät einfügen. Oder die dritte Möglichkeit wäre Einfügen Screenshot und einfach screenshotten, was ich haben will. Und das sind die Möglichkeiten.